Hi Matthias, danke für deine Tipps. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg mit deinem Kanal. Falls man sich mal sieht, trinke ich gerne ein Bierchen aus. Aaron, danke. Aaron hat mir zwei Fotos und einen netten Brief von sich geschickt. Ich habe es schon mal in einem Livestream angesprochen und Aaron hat die ganze Idee natürlich jetzt hier ein bisschen größer gemacht. Und zwar neues Projekt. Total aufregend und mal ganz was anderes. Und ich glaube, das gibt es in diesem Bereich, in dem wir uns hier bewegen, gibt es das absolut nicht. Und zwar, du hast ja schon mal gesehen, ich machte ja schon mal so ein Fotokritik-Aufrufvideo und habe dann eben die Auflösung gemacht, wo ich halt so 10 Fotos besprochen habe, wo wir quasi so Screen Recording am Computer gemacht haben. Von außen hat schön Druck drauf. Er sitzt wirklich schön mit einer Arschbacke draußen am Motorrad und wo ich halt quasi ne, die Kritik über die Körperhaltungen etc. abgebe. Da ist natürlich ganz große Nachfrage da und viele senden mir Fotos und ich möchte es anders machen. Ich möchte, dass du für das, dass ich dir das Ganze etwas vielleicht vereinfache, eine kleine Aufgabe machst und du hast einen kleinen Aufwand, okay. Und zwar, du schickst mir ein Foto von dir und ich mache mir es zur Aufgabe, dass ich einmal pro Woche diese Fotos von den Leuten, die quasi gekommen sind, also so, ich mache, sag mal, jetzt einmal die Woche ein Video mit 3, 4, 5 Stück an Fotos, bespreche ich die Körperhaltungen etc. Und du wirst quasi verewigt. Ich habe hier hinten so ein Raceboard gemacht, habe ich selbst entworfen, war meine Idee. Ich bin ja ein bisschen künstlerisch, aber es war irgendwie witzig und spät abends. Und da kommen alle Fotos von euch, die ihr mir schickt, ran und werden da verewigt mit eurer Story dazu. Schreibt mir eine Story, schreibt mir einen Brief, schreibt mir rein, was du teilen möchtest, was ich mit euch teile, was ich mit der Welt teile, was du denkst, was für andere wichtig sein soll, eine Erfahrung, eine Besonderheit, vielleicht auch eine negative mit dem Sturz, was du denkst, was du vermeiden solltest und was die anderen dementsprechend vermeiden sollen. Teile deine Erfahrung mit mir, mit uns allen und das als Verewigung auf hier meinem Raceboard. Aaron hat damit angefangen und deswegen nehme ich jetzt ein Foto von Aaron und hefte das an an mein Raceboard und er startet somit das Ganze und du kannst mitmachen und weitermachen. Und ich werde definitiv jedes einzelne Foto besprechen und wenn es mich ein Jahr kostet, aber ich werde es machen. Ich hoffe, der Platz reicht. Ich hoffe aber auch, dass ihr mir so viel schickt, dass ich zumindest ein bisschen was zum Aufhängen habe und nicht, dass ich dann mit 5 Fotos dastehe, sonst ist es echt peinlich und dann mache ich nie wieder ein Video. Das ist mein Ernst. Und deswegen hänge ich Aarons Foto hier da. Aaron ist quasi der Erste. Wir haben das in einem Live-View schon mal kurz besprochen und ich finde einfach, ich habe das einfach ein bisschen ausgeweitet, das Ganze. Und du siehst auch, ich habe auch hier noch ein bisschen umgebaut. Einfach auch, weil das Thema mit den Videos natürlich ein bisschen mehr wird und immer mehr und immer professioneller von meiner Seite und ich versuche es immer besser zu machen und natürlich bin ich auch fleißig am Investieren. So kurzer Blick in die Glaskugel, was in Zukunft passieren wird. Ich werde noch viel, viel mehr Videos machen. Es ist ganz viel in Planung. Also es ist viel in Planung. Muss natürlich jetzt wieder ein bisschen investieren. Ich brauche eine Drohne, ich brauche mehrere GoPros, ich möchte ganz hochwertige Onboard-Aufnahmen machen mit Live-Kommentar natürlich wieder auf dementsprechend vielen Strecken. Aber da brauche ich halt wirklich 3, 4 GoPros, die gleichzeitig laufen, damit ich halt dementsprechend auch auf Einfederwege eingehen kann, auf Blickführungen eingehen kann, Körperhaltung und so weiter. Und ich muss die Kameras quasi miteinander synchronisieren und da reicht nicht eine und die an verschiedenen Stellen packen bei verschiedenen Turns, weil dann kann ich es nicht synchronisieren, sondern die müssen wirklich gleichzeitig laufen. Das ist so ein Plan. Dann geht es weiter. Ich habe im Juli bin ich von Kawasaki eingeladen worden. Darf ich die neue, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, testen und gerne einen Bericht drüber machen. Der wird natürlich so ausfallen, dass das meine Meinung ist und nicht das, was Kawasaki hören möchte oder wie auch immer hören möchte. Und genau, noch ganz kurz instruktionstechnisch. Ich war ja eigentlich ausgebucht.
Das hat sich aber jetzt, mal gucken hier, hat sich aber geändert, da ein paar rausgeflogen sind, die das Zahlungsziel von 8 Wochen mittlerweile überschritten haben. Und somit sind wieder freie Events geworden und vielleicht ist das ja für dich dann interessant, je nachdem. Also das ist einmal 13. bis 14. Juli am Pannoniering mit GH Moto, 19. bis 21. Juli Rijeka mit GAP, 31. bis 1. September Pann mit GAP, also Pannoniering, 16. bis 17. September Brünn mit GH Moto, 11. bis 13. Oktober Rijeka mit GH Moto und schlussendlich 25. bis 27. Oktober Rijeka mit GH Moto, also das geht bis Ende Oktober. Da sind jetzt überall noch freie Gaps drinnen. Wenn du doch mal Lust hast, mit mir zum Fahren, nutze vielleicht noch jetzt die Chance. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt noch frei sind. Ich habe natürlich auch viele Rückanfragen und so weiter. Ne? Und vor allem, ich weiß auch nicht, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich es nächstes Jahr überhaupt noch machen werde. Unter anderem genau wegen solchen Sachen, dass hier Buchungen und dann wird nicht bezahlt und so. Ich habe halt, mir ist es im Endeffekt egal, ob jetzt einer mitfahrt oder nicht, oder aber ich habe halt einen riesen Aufwand. Ne? Ich muss Rechnung stellen, dann muss ich die wieder stornieren. Ich tue da keine Mahnung schreiben oder so, das ist mir zu blöd. Also, nee. Dazu mache ich das zu sehr Spaß. Und wenn jemand das nicht noch ausnutzen möchte, für wirklich wenig Geld eine tagespauschale Instruktion zu kriegen, dann Pech gehabt. andere reißen sich drum und wenn es dem nicht wert ist, tja, was soll ich sagen. Was gibt es noch Neues? Kurzer Blick in die Glaskugel nochmal. Es ist natürlich so, dass viele von euch mir ganz, ganz viele E-Mails schreiben mit technischen Fragen, mit hey Matthias, wie soll ich das machen, wie geht das und kannst du mir hier helfen und ich brauche hier eine Beratung und so weiter. Ich habe das bisher bewerkstelligen können, aber es ist mittlerweile einfach nicht mehr möglich. Ich kriege am Tag 20 bis 40 E-Mails mit wirklich solchen Texten und ich kann es nicht mehr per E-Mail beantworten. Es wird dir einfach nicht gerecht. Also ich kann dir einen Dreizeiler schreiben und der ist im Endeffekt so, dass ich halt geantwortet habe und du nicht sagen kannst, Meintel, du Arschloch, du antwortest nicht einmal. Aber es bringt dir null. Also das ist halt, ich kann das nicht einmal richtig lesen. Und wenn ich wirklich jede Mail aufrichtig und bewusst lese, dann das ist ein Vollzeitjob und ich habe ja einen Vollzeitjob und natürlich, ich wäre ja froh, wenn ich ein bisschen mehr in den Motorradbereich switchen könnte mit als zweites Standbein und genau deswegen gibt es jetzt die Möglichkeit, mich als live zu buchen, entweder über Google Hangout oder YouTube mit Privatlink oder Skype, wenn du eine Webcam hast oder via Telefon, wie auch immer, wo du mich eine halbe Stunde oder eine Stunde buchen kannst und du mir wirklich explizit du mir Fragen stellen kannst und ich versuche dir natürlich die zu beantworten und mit Tipps und Tricks, mit Beratung, ist auch viel Mentalberatung, was ich mittlerweile mache und auch die Leuten so ein bisschen den Druck runternehmen und dann einfach so die Angst auch ein bisschen nehme und das Vertrauen eben zum Motorrad und zu dem ganzen Sport, den wir hier betreiben, das gehört mittlerweile ziemlich stark dazu und ich merke das auch auf der Strecke draußen, wenn ich mit vielen fahre, als Schüler quasi, es wirklich auch 70% meiner Aufgabe, so den Leuten ein bisschen den Druck rauszunehmen und sagen, hey, komm, jetzt mach dir mal keine Sorgen und jetzt gehen wir das ganz gemütlich an und schauen uns die Strecke ein bisschen an und wir fahren nicht schneller, als du willst und als du kannst und im Gegenteil, wir fahren sogar ein bisschen langsamer, als du kannst und du wirst sehen, du lernst hierbei am meisten und das ist auch viel, viel Psychologie und viel Mentaltraining. Und ich denke, ich habe da ein bisschen so ein Händchen dafür, weil ich sehr, sehr sensibel bin und natürlich mit mir auch diese Probleme hatte und immer noch habe auf meinem Niveau. Und so auch das Thema Rundenzeit etc. Also da gibt es wirklich Beratungsbedarf. Ich sehe das ja an den E-Mails, was mir alles geschrieben wird. Und ich möchte dir gerne helfen und dazu gebe ich dir einfach die Möglichkeit, wenn du es dann ernst meinst, dass du mich einfach für das wirklich explizit buchen kannst. Ich mache das jetzt nicht 40 Stunden die Woche, aber je nach Bedarf, ich schaue mal, was da dann letztendlich rumkommt bei für einen dementsprechenden Betrag, wo ich das dann mit meiner Arbeit auch vereinbaren kann. So, da gibt es einen Link dazu, steht auch unten in der Beschreibung. Wie du das bei mir auf der Homepage, kannst du die Details lesen und wie auch immer, und dann mir Kontakt aufnehmen per E-Mail oder von mir aus auch Telefon. Genau, das war's zu dem. Aber wie gesagt, zurück zum Hauptthema. Schick mir dein Foto. Ich hoffe, ich kriege echt Fotos, weil
Wie gesagt, ich, wenn nur 5 Fotos kriege, ich mache nie wieder ein Video. Ich lösche den Kanal und ich mache mir jetzt echt die Mühe und mache jede Woche ein Video. Also wirklich Körperhaltungsbesprechung. Und wenn es nur eine coole Story ist, die du hast, ja, teil die mit uns. Ich finde das gigantisch, wenn wir diese Community, die wir haben, dieses Privileg, dass wir diesen Sport gemeinsam ausnutzen oder ausüben, dass wir das auf einer Oberfläche teilen können. Und wer weiß, wenn YouTube irgendwann nicht mehr ist, weil es pleite ist oder gelöscht wird von irgendwelchen reglementierenden Ereignissen bei irgendwelchen Wahlen, hört man ja momentan so, dann haben wir immer noch was hier existiert und was Handfestes. Und ich finde es natürlich gigantisch hier mit so einem handgeschriebenen Brief. Ich finde das irgendwie total lieb und gibt mir einen richtigen Bezug und gibt mir auch ein großes Stück weit zurück, was ich quasi dir an meinen Tipps und Tricks und so weiter gebe. Also so, kurzes Statement von mir. Ja, ich wünsche dir noch ein schönes Restwochenende, je nachdem, wann du das Video hier siehst. Du hast jetzt bestimmt bald viel Spaß auf den Rennstrecken. Ich denke, das Wetter wird nämlich eventuell auch besser und der Regen hört schon langsam auf. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao.